Liebe Genossinnen und Genossen, es ist mir eine Ehre, euch die Grüße von 207 sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten auszurichten, von einer Gemeinschaft, liebe Genossinnen und Genossen, die solide, solidarisch und gleichzeitig selbstbewusst sind. Und das ist eine große Voraussetzung für den Erfolg der Sozialdemokratischen Partei, liebe Genossinnen und Genossen. In der Tat, es gab in den 160 Jahren für die SPD nie einfache Zeiten. Und jede Zeit hat ihre Voraussetzungen gehabt, ihre Herausforderungen, aber letztlich auch ihre Antworten. Und ich bin mir ganz sicher, dass in den letzten zwei Jahren die 207 Abgeordneten alles dafür getan haben, dass die Sozialdemokratische Partei auf dem Platz ist, im Parlament und aus dem, was die Regierung macht, noch etwas Besseres macht. Und auch das, liebe Genossinnen und Genossen, ist uns gelungen. Und ein zweites ist genauso wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich um ihre Wahlkreise gekümmert haben, entweder wo sie direkt gewählt worden sind oder auch wo sie noch zusätzlich Verantwortung getragen haben. Und die Fraktion hat in den zwei Jahren ganz genau darauf geachtet, dass diese Voraussetzungen von uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch gelingt, weil am Ende weiß jeder, nicht in Berlin wird man gewählt, liebe Genossinnen und Genossen, sondern am Ende im Wahlkreis. Und deswegen kommt es letztlich darauf an, mit euch Genossinnen und Genossen der Sozialdemokratischen Partei das beste Bild zu geben. Und das tun die Abgeordneten aus unserer Fraktion. Und das andere, ist das Wichtige, was erarbeitet worden ist. Es wird euch nicht wundern, dass in den zwei Jahren schon mehr als die Hälfte des Koalitionsvertrages abgearbeitet wurde. Ich habe das eben gesagt, was besser gemacht worden ist. Lasst mich nur drei Dinge hervorholen. Und ich könnte viele andere Fragen auch noch nennen. Und deswegen will ich beginnen bei einem auch ganz konkret sozialdemokratischen Thema, nämlich mehr BAföG für mehr junge Menschen. Das war eine ganz wichtige Voraussetzung auch in dieser Legislaturperiode. Und es ist wichtiger für die, die darauf gewartet haben. Zum anderen die Kommunen. Sie wollen, dass wir sie unterstützen. Achim und viele andere haben gestern noch mal etwas zu den Fragen gesagt der Schulden und dass wir eben das tragen wollen und wir auf die Ministerpräsidenten von der Union warten, dass sie uns das endlich ermöglichen. Aber da, wo wir das können, und das ist nur ein Beispiel, haben wir uns dafür ausgesprochen, gerade die Sportstätten stärker zu sanieren mit Bundesmitteln, damit die Menschen nicht nur eben Sport treiben, sondern in dieser Gemeinschaft auch ihre soziale Aufgabe wahrnehmen können. Und das war aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und ein drittes will ich vielleicht auch an die sagen, die so schnell immer wieder vergessen. Wir haben den Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch ersatzlos gestrichen gegen die Union und gegen die AfD. Das haben wir in der Vergangenheit nicht geschafft und das war wichtig gewesen, auch für das Selbstbewusstsein, insbesondere der Frauen und der Genossinnen. Aber was, liebe Genossinnen und Genossen, noch wichtiger wahrscheinlich ist, dass wir soziale Rechte verankert haben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Familien, für junge Menschen, für Menschen, die erkrankt sind. Ich habe nichts gegen Nächstenliebe. Nächstenliebe ist eine schöne Gabe, aber auf Mildtätigkeit kann man sich in Krisen nicht verlassen. Deswegen ist die Daseinsberechtigung der Sozialdemokratischen Partei, soziale Rechte zu verankern und in der Not, dass der Staat bereitsteht und wenn er es nicht gewährt, dass man das dann auch vor Gericht erstreiten kann.
Das ist die Daseinsberechtigung und auch das Versprechen, was die Sozialdemokratische Partei in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft gibt. Und dafür steht diese SPD-Bundestagsfraktion. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben noch einiges vor. Zwei Dinge will ich nur benennen. Das Tariftreuegesetz für die Kolleginnen und Kollegen ist das wichtig, weil es das Beispiel und die Voraussetzung ist, wovon dieser Staat auch immer wieder gelebt hat, dass nämlich der Souverän in einer Demokratie soziale Sicherheit hat. Und das schafft er nicht, indem es um Transferleistungen allein gestritten wird, sondern dass der Wert der Arbeit anerkannt wird. Und darum geht es der Sozialdemokratischen Partei und eben auch unserer Fraktion, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn noch mehr Mitbestimmung draufkommt, dann ist das gut und das ist dann eine große Erfolgsbilanz auch noch für die nächste Zeit. Und ja, Lars hat gestern davon gesprochen, unsere Partei feiert ihr 160-jähriges Bestehen. 160 Jahre eines Auftrages, den wir uns selbst, aber den uns eben auch die Menschen gegeben haben. Und unsere Fraktion, liebe Genossinnen und Genossen, sind in diesen 160 Jahren verankert. Und wenn ich mir mal erlauben darf, möchte ich euch eine Begebenheit erzählen, wozu ich eingeladen wurde und die mich bis heute berührt. Ich war in Dreußig im Burgenland gewesen. Dort ist eine Fahne wieder aufgetaucht. 160 Jahre alt ist diese Fahne, überschrieben vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Da haben Frauen sich damals zusammengesetzt und diese Fahne ist in ihren Händen entstanden. Und diese Fahne, liebe Genossinnen und Genossen, hat vieles überstanden. Das Sozialistengesetz, den Ersten Weltkrieg, die Teilung unseres Landes. Aber insbesondere hat diese Fahne die Verfolgungen durch die Nationalsozialisten überstanden. Und wie ist das geschehen? Indem sich die Frauen damals entschieden haben, bei einer Genossin diese Fahne im Kinderbett einzunähen und vor den Nationalsozialisten versteckt haben. Deswegen hat diese Fahne überlebt. Und dass wir sie heute haben, dass wir sie berühren dürfen, ist ein großes Vermächtnis für die Sozialdemokratische Partei, weil wir auch den Verfolgungen, liebe Genossinnen und Genossen, durch die Nationalsozialisten widerstanden haben. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich an alle die, es ist nicht nur in unserer Überzeugung verankert, sondern wir haben auch ein Gespür für die Gefahren und insbesondere auch für die Gefahren, die unserem Land drohen. Deswegen können nur Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus dieser Überzeugung und aus dem Gespür allen denjenigen sagen, hört gut zu, was zurzeit in diesem Land passiert. Und ich möchte an alle die, die da meinen, sie hätten den Luxus, sich aus Verärgerung oder weil sie sich vielleicht missverstanden fühlen, eine Partei zu wählen, die eben alles dafür tut, die Demokratie zu zerstören, die sollten sich mal anhören, was der Propagandaleiter Höcke im letzten Jahr von sich gegeben hat. Er hat nämlich davon gesprochen, liebe Genossinnen und Genossen und liebe Bürgerinnen und Bürger, dass junge Menschen, die ein Handicap haben, die eine Behinderung haben, die mit einer Behinderung geboren wurden oder die möglicherweise durch Krankheit oder durch einen Unfall diese Behinderung als Schicksal heute haben, dass diese Kinder und Jugendlichen eine Belastung in diesem Land sind. Und alleine das ist eine Schande. Und da sollten die Leute gut zuhören. Gut zuhören, was diejenigen sagen,
die dieser AfD den Weg weisen wollen. Aber weil wir das Gespür und die Überzeugung haben, sagen wir auch gleichzeitig an die Menschen da draußen im Land, am Ende wird es nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen bleiben. Dann kommen die Kranken, dann kommen die, die auf den Mindestlohn angewiesen sind, und dann kommen die, die so leben möchten, wie sie fühlen. Und da muss ich sagen, wehret den Anfängen, das muss nach draußen gesagt werden. Und das tut die Fraktion, indem sie in den Sitzungswochen diesem Furor, der von dieser Seite immer wieder ausgeübt wird, alles entgegensetzt. Aber zum Zweiten tun wir auch noch etwas anderes. Wir kümmern uns darum, dass dieser Staat handlungsfähig bleibt und gleichzeitig ein starker Staat wird. Und wir erleben manche Diskussionen nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch da draußen, die nämlich sich in Krisenzeiten eine Meinung leisten, die nicht auf ihre Kosten geht, sondern auf die Kosten der arbeitenden Klasse. Und wenn ich mir das Gequassel von einigen anhöre, die im letzten Jahr gesagt haben, na ja, die deutsche Industrie kann doch mal gut in den Winterschlaf gehen, dann haben wir in der Fraktion, aber auch die Sozialdemokratische Partei widersprochen. Weil wir wollten Arbeitsplätze sichern, und deswegen haben wir uns auch eingesetzt, alles dafür zu tun, dass dieser Staat mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler an der Spitze nicht den Bach runtergeht, sondern dass wir für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestritten haben, diese Krise zu überwinden. Und das bleibt auch unsere Aufgabe in dieser Legislaturperiode, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen ist das keine Theorie, dass wir uns dafür eingesetzt haben, und das haben insbesondere die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss getan, dass wir für 2024 einen guten Haushalt auf den Weg bringen. Das spricht ja für Abgeordnete, und ich habe eben gesagt, solide, selbstbewusst und auch zukunftsgewandt, dass manches, was aus wenigen Ressorts gekommen ist, was uns vor die Füße gekippt wurde, dass wir das wieder korrigiert haben. Wir haben zum Beispiel gesichert in unseren Haushaltsberatungen, dass die Freiwilligendienste wieder das Geld erhalten, was sie brauchen. Die Migrationsberatung, letztlich aber insbesondere auch 800 Millionen zusätzlich für die Eingliederungshilfe zur Arbeit. Und deswegen kann ich nur sagen, Herr Lindner, das sind keine Kleinigkeiten. Und wenn Sie meinen, die vorläufige Haushaltsführung sei kein Problem für dieses Land, dann kann ich nur für die 207 Abgeordneten widersprechen. Ich weiß, dass wir es so nicht mehr erreichen werden, aber dass wir dafür bis zum Schluss auch gekämpft haben, will ich auch sagen heute, wir werden alles dafür tun, auch wenn nicht mehr der Deutsche Bundestag in seiner Gänze den Haushalt für das Jahr 2024 beschließen kann, insbesondere auch für die Gespräche, die wir in den nächsten Stunden und nächsten Tagen noch führen, dann wollen wir alles dafür tun, dass der Haushaltsausschuss die richtige Wegmarke ist, um denen Sicherheit zu geben. Und das interessiert nicht jeden in dieser Regierung, die nämlich auf diese Mittel angewiesen sind. Und darum geht es, darum kämpfen wir auch gerade für den Haushalt 2024. Und weil ja scheinbar die Parteitagsregie ganz bewusst, und ich hoffe, Pedro, ich nehme mir nicht das Recht, sozusagen zu den internationalen Themen dir noch so viel Zeit wegzunehmen, möchte ich aber trotzdem zwei, drei Dinge noch sagen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir leben in kriegerischen Zeiten. Die Zahl der Kriege hat in den letzten Jahren wieder dramatisch zugenommen. Es ist nicht bei einem Krieg
geblieben. Und was diese Kriege zusätzlich so gefährlich, so verheerend macht, dass sich gleichzeitig eben auch eine neue internationale Ordnung findet. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben auch eine klare Richtschnur immer für die internationale Politik bereit. Und wir können glücklich sein, dass wir mit Partnern, mit anderen dies auch in das Völkerrecht gegossen haben. Und das Völkerrecht ist die Richtschnur auch für das internationale Handeln von Regierungen. Und deswegen, Olaf hat es heute so deutlich gesagt, was die Ukraine braucht und auch andere Länder, die überfallen wurden. Sie haben ein Recht auf Selbstverteidigung und eben auch aus Unterstützung aus Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Und gleichzeitig, ja, und genau das ist das Bild, was ja immer vielleicht manche meinen, sie könnten in der internationalen Politik einen Schalter zwischen 0 und 1 nur wählen. Das geht oft nicht. Gleichzeitig sind alle Länder daran gehalten, in diesen Auseinandersetzungen auch das humanitäre Kriegsvölkerrecht zu beachten. Und die Demokratien, liebe Genossinnen und Genossen, davon sind wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überzeugt, sind die ersten Adressaten des Völkerrechts, weil nur wir diejenigen sind, die wissen, was im Inneren, aber auch im Äußeren das Recht bedeutet. Und deswegen müssen wir gleichzeitig sagen, wenn auf der einen Seite das Selbstverteidigungsrecht ist, ist es auf der anderen Seite auch die Verpflichtung, das humanitäre Kriegsvölkerrecht, insbesondere den Schutz der Zivilisten, auch zu garantieren. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, nur das können und müssen sich Demokratien untereinander sagen können. Das ist die Voraussetzung für ein friedliches Zusammensein. Und wenn ich auf der anderen Seite sage, das Selbstverteidigungsrecht ist gewährt, schließt es letztlich anderes nicht aus. Wenn auf der einen Seite in der Charta der Vereinten Nationen der Artikel 51 steht, steht auf der anderen Seite der Artikel 1. Und wenn man von der Rangfolge sieht, ist in diesem Artikel 1 niedergelegt, dass alle Länder in dieser Staatengemeinschaft sich für den Frieden einsetzen müssen. Und wenn der Frieden gebrochen ist, müsste eigentlich der Sicherheitsrat reagieren. Aber er reagiert nicht. Schon lange Jahrzehnte. Und die Generalversammlung hat oft nicht die Kraft, an seine Stelle zu treten. Und deswegen ist es auch richtig, dass ein Bündnis von Staaten, wenn es dann gut gewillt ist, sich vielleicht auch an die Stelle zu setzen und immer wieder auch nach Auswegen zu suchen. Deswegen ganz persönlich an den Bundeskanzler, an Olaf. Olaf, ich danke dir, weil du auf der einen Seite die militärische, und das vergessen wir ja immer, die humanitäre und wirtschaftliche Hilfe gegenüber der Ukraine und anderen Ländern, die in Kriegen sind, auch immer wieder eingehalten hast, als derjenige, der für dieses Land, für die Regierung steht und der aber gleichzeitig Ausschau gehalten hat, liebe Genossinnen und Genossen, ob es vielleicht nur den kleinen Spalt an einer Möglichkeit gibt, sich auf einen Nichtkrieg zuzubewegen, auf einen Waffenstillstand, auf eine Feuerpause, aus dem noch mehr gelingen kann. Und deswegen hat Olaf, und das ist genau das, was, glaube ich, ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß um viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die erkannt haben, in diesem Wandel der internationalen Ordnung liegt auch eine Chance, wenn wir die Länder, die in einer Partnerschaft mit uns sein wollen, wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dann ist das die richtige Erkenntnis, die Willy Brandt und viele andere auch gehabt haben, wenn sie damals über den globalen Süden gesprochen haben. Und lasst uns daran wieder anknüpfen. Und Olaf, ich bin dir dankbar, dass du diesen Weg gegen alle Widerstände, manchmal auch aus dem einen oder anderen Bereich der Regierung, immer wieder getan hast. Und wir wollen dich dabei auch weiterhin unterstützen, liebe Genossinnen und Genossen.
Zum Schluss zwei persönliche Bemerkungen, die ich hoffe, ihr mir erlaubt. Ich bin sehr verunsichert, wie manchmal in der herbeigeredeten deutschen Öffentlichkeit ein Kriegsdiskurs geführt wurde. Ich glaube, in anderen Ländern war das etwas anders, etwas besonnener und auch manchmal etwas bescheidener. Und ich hätte nie gedacht, liebe Genossinnen und Genossen, dass mehr über Krieg gesprochen wird, als davon, wie man einen Krieg beenden kann. Und das um das ganz klar zu sagen, nicht über die Köpfe von anderen hinweg, sondern mit den Mitteln, zu dem immer die Sozialdemokratische Partei sich bekannt hat, zur Diplomatie. Und warum das eigentlich ein Fremdwort gewesen ist, habe ich nie verstanden. Und auch das, was uns oder auch mir entgegengeschlagen wurde, wenn man sich überhaupt in dieser Auseinandersetzung auch für Diplomatie ausgesprochen hat, dann war das doch nicht, um mit einem Kriegsverbrecher zu verhandeln, sondern um deutlich zu machen, dass wir keine Chance unterlassen, um dieser Diplomatie vielleicht auch eine Chance zu geben. Und wer, wenn nicht wir, müssen genau in diese Richtung auch weiterhin denken. Und ich will sagen, Olaf ist gegen manchen Einspruch, der vielleicht gut gemeint war, im letzten Jahr nach Peking gereist, für wenige Stunden, hat dort auch mit Präsident Xi, der ein Land repräsentiert, was mit Sicherheit zukünftig die internationale Ordnung mit prägen wird, ernsthafte Gespräche geführt, was möglich ist und wo auch Einfluss geübt werden kann. Und er hat es, und das vergessen wir ja immer, gerade vor dem Hintergrund gemacht, als im letzten Jahr Russland massiv auch mit dem Einsatz von Kernwaffen gedroht hat. Und es war wirklich ein großes Ergebnis, wo einfach manchmal auch hier drüber hinweggegangen ist, dass du an der Seite des chinesischen Präsidenten die Zusage auch bekommen hast, dass das nukleare Tabu, dass niemals Atomwaffen eingesetzt werden dürfen in kriegerischen Auseinandersetzungen, dass ihr das gemeinsam erreicht habt. Das war ein großer Wert und ich bin mir sicher, es hat uns vieles erspart. Vielen Dank dafür. Und umso mehr bin ich entsetzt, dass in diesen Tagen auch das Gequassel, wenn ich das mal sagen darf, auch aus Deutschland wieder beginnt, dass zum Beispiel mit deutscher Unterstützung wir auf Atomwaffen zurückgreifen sollten. Ein ehemaliger Außenminister meint, dies zu erzählen, vielleicht auch der ein oder andere Wissenschaftler gut gemeint. Aber was das bedeutet in dieser Situation, das hat Olaf gezeigt. Wir müssen alles versuchen, dass niemals wieder in Kriegen Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden. Und das ist unser Widerspruch. Wenn die anderen nicht Nein sagen, sagen wir Nein. Und in dem Leitantrag steht, das ist ja auch immer das, was die DNA der Sozialdemokratischen Partei gewesen ist. Natürlich müssen wir auch Fehler bekennen, auch Missverständnisse. Und ich will das auch für mich ganz persönlich sagen. Ich habe das imperiale Denken, obwohl ich den Aufsatz von Präsident Putin damals gelesen habe, komplett unterschätzt. Aber ich will auch denen, die da draußen sagen, sie hätten immer schon alles gewusst, sagen. Manchmal habe ich bei euch den Eindruck, ihr behauptet das, weil ihr euch reinwaschen wollt von etwas, wo ihr eben nicht nur nicht aufgepasst habt, sondern weil ihr nicht ertappt werden wollt
bei eurer Hybris. Und ich sage euch, ihr habt vorher auch manchen Fehler gemacht. Und deswegen glaube ich, für eine Demokratie spricht eher, aus Fehlern zu lernen und nicht nur zu behaupten, man hätte immer alles besser gewusst, liebe Genossinnen und Genossen. Und in diesem Selbstbewusstsein will ich enden. In diesem Selbstbewusstsein will ich enden. Es gibt in Deutschland den Versuch, die Entspannungspolitik der Sozialdemokratischen Partei von Willy Brandt und vielen anderen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und von denen, die damals in Europa mit uns an einer Seite gestanden haben, in eine Linie mit dem Angriffskrieg von Präsident Putin zu bringen. Welche Schande ist das, über etwas zu reden, was die friedliche Überwindung einer Konfliktformation für die Welt bedeutet hat, wo in Europa tagtäglich hätte Krieg ausbrechen können. Diejenigen, die damals uns diese Entspannungspolitik mit eben auf den Weg gegeben haben, für die entschuldigen wir uns nicht, sondern wir stehen zu dieser Entspannungspolitik. Und ich bin mir ganz sicher, auch die größte Mehrheit in diesem Land. Glück auf und Freundschaft. Vielen Dank.